Ja, liebe Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, ich bin immer so ein bisschen, ja, sporadisch, einmal im Monat ein Video, alle zwei Monate mal ein Video. Es ist, ja, ich bin halt mehr zum Livestreamer geworden, muss ich ehrlich sagen. Also YouTube wird immer ein Hobby bleiben und das ist natürlich auch eine Sache, die halt, ja, echt Spaß macht irgendwie, aber die halt unfassbar Zeit frisst. Und ich bin halt im Laufe meiner YouTube-Karriere, kann man sagen, halt, oder meine YouTube-Erfahrung halt, immer mehr, immer besser geworden, beziehungsweise habe immer mehr ausprobiert und immer komplexere Videos geschnitten. Dementsprechend kann ich auch gar nicht mehr so die ja, Videos so schneiden, wie ich das früher gemacht habe, quasi. Oder damals habe ich die Videos ja gar nicht geschnitten, da habe ich die einfach nur so rausgebügelt, quasi. Naja, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe wieder ein YouTube-Video für euch. Ich habe jetzt gestern 10 Stunden lang gelivestreamt Star Citizen, Version 3.8. Das ist quasi live gegangen vor ein paar Tagen, irgendwann Weihnachten rum. Im Zuge dessen habe ich mir gedacht, ey, wenn du da schon Star Citizen zockst, und es war irgendwie abzusehen, dass ich länger gestern zocken werde, habe ich mir aber wieder was gegönnt. Ich würde euch sagen, Was hat er sich denn jetzt schon wieder gegönnt? Und warum ist das hier so windig, wo er steht? Ja, ich habe natürlich eine coole Location rausgesucht, um mein neues Exemplar von einem Raumschiff, was ich mir natürlich gekauft habe, das war ja klar, vorzustellen. Viele Leute, die den Stream gestern gesehen haben, wie gesagt, der ging über 10 Stunden, völlig krank, da werden mit Sicherheit auch einige Clips von in ein Video gecuttet werden. Wie gesagt, heute soll es in erster Linie um das neue Raumschiff gehen. Ich habe meine Freelancer, die kennt ihr von, die habe ich mir irgendwann im Mai oder sowas gekauft, glaube ich, kann mich irren, kann noch im April gewesen sein, habe ich mir die Freelancer geholt, nachdem ich 2 Jahre mit der Aurora rumgepimmelt bin. Und die Freelancer taugte mir irgendwann einfach nicht mehr so. Ich habe mir gedacht, so, ja, irgendwie war es ganz nice. Und dann hatte ich jetzt überlegt, wenn ich jetzt heute zocke, da fliegst du überwiegend der Freelancer rum, so, irgendwie habe ich Bock auf ein Schiffs-Upgrade. So. Und dann war ich halt überlegen, dachte mir, okay, was könnte man sich denn da holen? Beziehungsweise zu viel wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. Gerade so größere Schiffe kosten halt deutlich mehr. Ich wollte jetzt nicht wie 100 Euro ausgeben, das wäre mir dann doch zu teuer gewesen. Deswegen habe ich mir ein Upgrade auf die Constellation Taurus geholt. So, jetzt werdet ihr sagen, Constellation Taurus, was ist das? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Das Schiff ist aktuell noch nicht im Spiel. Das ist halt so ein, quasi, kann man sagen, ein Concept-Sale sozusagen gewesen. Ich habe quasi Geld ausgegeben für ein Schiff, was noch nicht im Spiel ist. Dann werdet ihr sagen, hä, was ist da vielleicht bescheuert? Warum gibt man Geld für ein Schiff, was gar nicht im Spiel ist? Da kannst du ja noch weniger nutzen als eh schon, so in etwa. Ja, das hat folgenden Hintergrund, und zwar, hat die Constellation Taurus, aufgrund dessen, dass sie eben noch nicht im Spiel ist, ein Loaner-Schiff. Das ist quasi alle Schiffe, die man sich kauft, die noch nicht im Spiel sind, die kriegen dann Loaner-Schiffe. Also quasi Schiffe, die im Spiel sind, die vergleichsweise zur Verfügung gestellt werden könnten. So, und das Loaner-Schiff von der Constellation Taurus ist die Constellation Andromeda. Die kostet normalerweise 240 Euro oder sowas mit Mehrwertsteuer, glaube ich. Und die Constellation Taurus kostet nur 180 oder sowas. 170. Also 170, glaube ich, regulär. Ich weiß nicht, ob das die, glaube, da kommt noch Mehrwertsteuer drauf. Ich glaube, es sind 200 und die würde, glaube ich, 200, 300 kosten oder sowas. Und wir haben einfach die Constellation Andromeda bekommen als Lohnerschiff für die Taurus. Die Taurus sieht übrigens genauso aus wie die Andromeda, zumindest von der Form und von der Länge und so weiter. Die wird wahrscheinlich nur andere Bewaffnung haben und ist ein bisschen helleren Skin als dieses Dunkelgrau, was diese hier hat. Und es ist gerade Nacht, wie ihr unweigerlich erkennen könnt, denn ich bin gerade, wenn wir irgendwie in die Ecke gehen, das ist gerade übel hell mit diesem Leuchtding, ne, Leuchtring. Ich bin gerade, wie man unschwer erkennen kann, in Microtech, beziehungsweise in New Babbage. Das ist die Hauptstadt von Microtech. Kann man leider nicht sehen, weil dieser übelst grelle Leuchtstreifen quasi alles verdeckt. Aber wir werden es gleich sehen, wenn wir gleich mit ein paar Meter mit dem Blink fliegen. Ja, und ich bin, wie gesagt, in dieser eisigen Stadt. Und hier ist es halt sehr windig, weil ich auf einem Hochhausdach stehe, wie man auch unschwer erkennen kann. Ja, hier ist dieser Leuchtstreifen leider überall rum. Natürlich das richtige Gebäude ausgesucht, was einfach nur um Leuchten ist. Aber ihr seht, ihr könnt es quasi erahnen. Also hier ist so ein kleiner Dings, gehen wir Hümmerhof, da kann man rüber gucken. Ja, so ein bisschen kann man hier rüberschauen. Also ich bin quasi in New Babbage, was wie gesagt diese Hauptstadt ist. Aber um New Babbage soll es gar nicht gehen. Es geht heute in erster Linie um die Andromeda, beziehungsweise um die Taurus. Das, diese Teile, die da rausgefahren sind, die ihr hier seht, das sind die Raketenbatterien. Davon hat die 2 auf jeder Seite. Die kann man auch rein und rausfahren, kann ich euch alles gleich zeigen. Raketen, das sind glaube ich über 52 Stück, also völlig krank bewaffnetes Teil. Es hat übelst krasse Blaster, Size 5 hat glaube ich der Kollege gestern gesagt, oder Size 4 Blaster hinten auf dem Heck. Ja. Wie gesagt, so sieht die Constellation Andromeda aus. Wie gesagt, mein neues Schiff, beziehungsweise könnt ihr das auch auf die Taurus anwenden, denn die Taurus sieht von der Form halt identisch aus. Wenn die Taurus irgendwann mal im Spiel sein sollte, würde ich euch da nochmal ein Update zu geben, aber aktuell wird das die nächsten Monate wahrscheinlich mein Schiff bleiben hier. Mein Hauptschiff. Ja, wir haben 2 Einstiegsmöglichkeiten dieses Schiff. Wir haben einen Personenaufzug und wir haben einen...
einen Frachtaufzug. Der Frachtaufzug, ihr wisst das noch in der Freelancer, da habe ich mein Greycat-Buggy reinbekommen. Also das war quasi genau so, dass du genau mit dem Greycat-Buggy reinfahren konntest. Du konntest auch zwei, drei hintereinander stellen, aber letztendlich war der Frachtraum nicht größer. Dieser hier ist deutlich breiter. Nicht ganz so lang wie der von der Freelancer, meine ich, aber zumindest, deutlich größer. Und dadurch kann man natürlich auch andere Rover reinstellen, wie nur den Greycat-Buggy, der nur in die Freelancer reingepasst ist, oder der einzige, der da reinpasste, vielleicht noch einen Hoverbike, aber das war's dann auch. Hier haben wir gestern einen Ursa-Rover oder einen Ursa-Rover reingequetscht. Das war verdammt knapp, aber was passte. Du konntest nicht an der Seitentür aussteigen, aber zumindest hinten noch. Und das ist natürlich cool, wenn du ein Schiff hast, mit dem du quasi... hier ist übrigens schön, hier sind keine Leuchtstreifen. Wenn du quasi ein Schiff hast, mit dem du quasi, halt größere Fahrzeuge transportieren kannst, als nur irgendwelche kleinen Buggies. Ja, New Babbage ist halt schon echt eine hübsche Stadt, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Also die Location war echt cool. Ich habe übrigens heute auch ein kleines Experiment ausprobiert. Ich hatte mich gestern mit meinem Schiff hier unten, da gibt es so ein Easter Egg, das werdet ihr im Livestream sehen, da werde ich nochmal einen Cut draus machen. Da gibt es so einen kleinen Weihnachtsbaum und so ein kleines Weihnachts-Easter Egg. Habe ich mir habe mein Schiff geparkt auf dem Planeten, habe mich in meinem Bett oben ausgelockt, das Spiel geschlossen und hab's heute wieder gestartet und bin tatsächlich in meinem Schiff wieder aufgewacht, auf diesem Planeten, in der kleinen Gasse unten. Völlig random, saucool und ich find's cool, dass das jetzt endlich mal funktioniert, dass man sich auf dem Schiff ausloggen kann, egal wo man ist, nicht nur im Orbit, sondern halt wirklich überall. Ja, gut, aber ich würde sagen, Schiff genug von außen gezeigt, wir gehen mal rein. Soll heute auch kein mega langes Video werden, ich wollte einfach nur das Schiff mal vorstellen. Und ich dachte mir, was ist besser als New Babbage bei Nacht? Bei Tag wäre auch cool gewesen, aber ja... Ich habe einfach gedacht, können wir auch mal ein Nachtvideo machen. Aber das letzte war auch, das glaube ich, das von der Links war auch ein Nachtvideo, ne? Das von der, ne? Hallo? Hochfahren bitte? Ist der Server gerade am Sterben? Mach keinen Scheiß jetzt, ey. Nicht Server sterben jetzt. Jetzt fährt er hoch ohne mich. Ah ja, das ist aber lieb. Danke für nix. Soll ich wieder runterkommen? Bin ich ihm zu schwer? Nö, du bist mir zu schwer, du bist so fett, ich kriege nicht hoch. Na, geht doch. Wahrscheinlich Server hat einen kleinen Leck gehabt oder so. So. So fährt man quasi in das Schiff mit einem Fahrstuhl, der dann auch wieder mit einem Airlock verschließt. Und es ist auch deutlich ruhiger, wie wir hören. Kann ich mich auch, brauche nicht mehr so schreien. Sehr gut. Ja, wie gesagt, wir haben hier einige Sitzmöglichkeiten. Hier kann man normalerweise einen Tisch rausfahren. Das ist allerdings momentan noch leider verbuggt. Das ging wohl irgendwann mal. Also ich erinnere mich, dass ich den Tisch mal rausgefahren habe. Das geht jetzt aber nicht mehr, weil jedes Mal, wenn man den Tisch quasi anwählt, gibt er einem diese Sit-Option und dann setzt er sich auch wirklich hin. Also ich kann diesen Tisch aktuell leider nicht rausfahren. Wird garantiert irgendwann gebugfixt. Hat einer von vielen Bugs, die noch im Spiel drin sind. Ja, passiert halt. Ansonsten, wie gesagt, das ist ja der Empfangsraum, kann man sagen. Ihr seht, das ist deutlich geräumiger als meine Freelancer, wenn ihr die noch in Erinnerung habt. Das Video kann ich euch gerne nochmal in die Verlinkungen reinpacken, in die Beschreibung. Könnt ihr gerne nochmal die Freelancer schauen, wenn ihr nicht wisst, wie die gerade aussieht oder gerade kein Bild vor Augen habt. Aber rein von der Erfahrung, sowas hier konnte ich vorher nicht machen. Also quer im Schiff selbst im Laderaum nicht. Der war nicht so breit. Der war vielleicht, ja, weiß nicht, die Hälfte, sagen wir mal, zwei Drittel davon oder so. Ja, ansonsten, wir haben natürlich eine Dusche, weil das ist wichtig, wir brauchen eine Dusche. Technisch gesehen würde da auch wahrscheinlich auch ein Klo rausfahren, aber die Funktion gibt es hier irgendwie nicht. Aber wir haben immerhin eine Dusche mit großem Duschkopf. So nice. Also wenn man sich mal duschen will und mal wieder stinkt oder so, dann ist das schon ziemlich cool. Also wie gesagt, wegen der FPS und so, die hier sind, das wird wahrscheinlich im Video gar nicht so krass rüberkommen, aber bei mir merke ich halt schon, dass es doch deutlich laggt. Wie gesagt, New Babbage ist halt eine neue Stadt, die ist halt völlig unoptimiert und dementsprechend habe ich hier glaube ich auch nur 30 FPS oder sowas. Sollte aber trotzdem fürs Video reichen, ich nehme es trotzdem mit 60 FPS auf und dann, ja... Keine Ahnung, ob es jeweils so viel erreicht. Dann haben wir noch so lauter Spinde hier. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendeine tiefere Funktion haben. Also ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass man da irgendwas reinstellen könnte oder so. Vielleicht kommt das auch irgendwann nochmal, aber es ist trotzdem cool, dass es Spinde gibt. Ja, hier sind welche Aufbereiter. Hier haben wir unser Bett. In dem oben habe ich eben geschlafen, quasi, bevor ich das Video gestartet habe. Ja, insgesamt haben wir vier Betten. Was ganz cool ist, das heißt, man kann sich quasi mit vier Leuten hier ausloggen, wenn man irgendwie mit Freunden zusammen zockt oder so. Obwohl, das interessant wäre mal, was passiert, wenn sich ein Freund in meinem Schiff ausloggt. Ob der dann auch im Schiff spawnt, wenn er sich einloggt, das wäre ja völlig random. Dann hätte er ja mein Schiff zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber müsste man echt mal testen. Ich denke mal wahrscheinlich, dass er dann in irgendeiner Station aufwacht oder dass es gar nicht übernommen wird. Ja, ansonsten gibt es hier oben noch so Fächer, die kann man aber irgendwie nicht aufmachen. Cockpit kommt gleich, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach hinten. Tür. So, das ist der Laderaum. Ihr seht, deutlich geräumiger als der von der Freelancer. Deswegen kriegt man ja auch wieder den Ursa Rover auf jeden Fall rein. Hiermit kann man das Hangardeck auch aufmachen. Du kannst mal gerade rausfahren. Dann seht ihr auch, wie das funktioniert.
So, das ist einfach diesen Fahrstuhl, der quasi nach unten fährt. Da kannst du da mit deinem Ocean Rover reinfahren und dann kann irgendjemand dich wieder hochlassen. Beziehungsweise hast du hinten links da an der Ecke hast du auch einen Knopf quasi. Dann kannst du ihn dann selbstständig wieder hochfahren. So, dann gibt es da zwei Möglichkeiten, dass hier die Leiter hochgehen oder gehst da hinten die Leiter hoch. Jo. Ansonsten, wie gesagt, Frachtraum relativ unspektakulär. Es gibt hier noch so Luftschleusen, die man aufmachen kann, wo man dann quasi an irgendwelchen Stationen andocken könnte. In dem Fall geht es jetzt hier einfach nur nach draußen, weil wir haben ja keine Station. Ja, das war immer ein cooles Gimmick, geht auf beiden Seiten. Also man könnte dann, wenn dann diese Docking-Mechanik irgendwann mit dem Spiel drin ist, kann man darüber auch an irgendwelchen Raumstationen andocken, was auf jeden Fall eine coole Sache ist. Genau, hier ist noch so ein relativ sinnloser Raum. Hier gibt es den Gravity Generator. Auf jeden Fall optisch mega geil, finde ich. Also es ist echt ein großes Schiff. So klar, es gibt größere, bla, aber es ist halt für mich, ich finde es schon mega. Ich meine, ich habe mit der Aurora angefangen, Leute, dieses kleine Pupschiff, wo man einfach nur ein Cockpit ist, wo man sich quasi einmal so rumdrehen kann und das war es dann quasi an Schifffläche. Das ist schon krass. Klar, ist natürlich, hat natürlich auch Geld gekostet und so weiter, aber ich unterstütze das Projekt Star Citizen sehr gerne, weil das ist eine Vision. Ich liebe Star Citizen, ich bin absoluter Fan davon. Das werdet ihr wahrscheinlich unweigerlich anhand meiner tonnenweise geschnittenen Videos zu dem Spiel auf meinem Kanal wahrscheinlich auch festgestellt haben und auch den unzähligen Livestreams, die ich dazu mache und dem 10-Stunden-Dauer-Stream gestern. Völlig krank. Ich glaube, ich habe noch nie 10 Stunden am Stück gestreamt. Ja, ansonsten gibt es hier noch einen weiteren Raum. Ja, das Schiff ist noch nicht zu Ende. Es gibt hier noch einen Raum. Hier sind noch so Fächer für so, ja, ich denke mal, da sind wahrscheinlich so Schiffskomponenten drin, die man dann irgendwie tauschen kann. Später mal, jetzt noch nicht. Und dann gibt es hier hinten noch die Hangar Bay, kann man sagen, wo eine, ich meine, es ist eine Archimedes oder eine Merlin. Ich verwechsel die Dinger immer. So ein kleines Shuttle-Schiff dran hängt. Die Mechanik, das Ding abzudocken, ist aber, soweit ich weiß, auch noch nicht im Spiel. Man kriegt wohl, wenn man eine Andromeda backt, statt einen Taurus, was ich jetzt gemacht habe, kriegt man wohl dieses Schiff, diese Merlin-Schiff, hat gestern der Kollege gesagt, so als. Ja, Loner-Schiff noch mit dazu quasi, dass man die dann wenigstens gesondert fliegen kann quasi. Aber diese Docking-Mechanik hier abzudocken und irgendwo hinzufliegen, das geht leider noch nicht. Ich hoffe, dass die Taurus auch so ein Ding hinten dran hängen hat. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, es ist jetzt leider die Andromeda, deswegen können wir das jetzt so nicht nachvollziehen. Aber wenn hier die Taurus so ein Schiff haben sollte, wäre das natürlich nice, wenn ich das dann mit in meinem Taurus-Paket drin hätte. Weil dann könnte ich quasi halt auch, wenn ich jetzt irgendwo in der Umlaufbahn bin, einfach in dieses kleine Shuttle-Schiff einsteigen und damit dann halt irgendwie runterfliegen und das Schiff quasi im Orbit lassen. Braucht ja nicht hier irgendwelchen super langen Landeprozess machen, denn wie gesagt, das ist ein Frachter, dementsprechend ist der nicht so mega flott. Ja, dementsprechend ist so ein Shuttle hinten auf jeden Fall nicht schlecht. Andernfalls wäre es nett, wenn der Raum da hinten irgendwie bei der Taurus, weiß ich nicht, als Lagerplatz sowas dient, dass man da vielleicht nur noch SCU-Einheiten oder sowas lagern kann. Ja, wie gesagt, das ist hier hängen übrigens die ganzen Raketen, wie man nur schwer erkennen kann. Es sind halt schon einige, wieder 52 an der Zahl insgesamt fürs Schiff. Er hat natürlich hier oben auch noch irgendwelche Komponenten und dergleichen. Wir können natürlich auch mal hier runterklettern. Das ist, wie gesagt, ne? Runterklettern. So, es ist nicht mega spektakulär. Habt ihr ja von oben schon mal gesehen. So. Jo, das ist, wie gesagt, der Hangar, ihr seht, ist schon, also der Frachtraum ist schon echt groß. Hier kann man natürlich auch die ganzen SCU-Einheiten drin lagern, wenn man jetzt irgendwie Fracht transportiert oder halt, wie gesagt, einen Rover reinfahren oder mehrere kleinere Rover oder wie auch immer. Also auf jeden Fall mega geiles Schiff. Also es ist unfassbar groß. Ich bin absolut happy. Es ist ein Traum zu fliegen. Es macht so viel mehr Spaß als die Freelancer. Allein deswegen, ja, werde ich es wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit lang behalten. Und wenn die Taurus im Spiel ist und die sollte mir aus irgendwelchen Gründen noch immer nicht gefallen, dann steht einem weiteren Upgrade ja nichts im Weg. Gut. Übrigens, das Upgrade, habe ich jetzt erzählt, hat mich jetzt 40 € gekostet auf die Taurus. Also das hat man schon erwähnt. Ja, 40 €, das war dann an sich okay. 40 € für ein Spiel, was man permanent spielt, wo ich jetzt schon 400, 500 Stunden drin versenkt habe, ist, denke ich mal, in Ordnung. Wenn man natürlich auf die Gesamtrelation sieht, ich glaube, insgesamt bei Star Citizen jetzt 290, 300 € ausgegeben oder so. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Immer noch unfassbar wenig verglichen zu anderen Kollegen von mir, die da, weiß ich nicht, 1000, 2000, 3000, 4000 reingesteckt haben in das Game, aber irgendwo hört dann der Spaß auch auf. Also Leute, ich bin Normalverdiener, ich habe jetzt nicht die mega fette Kohle und kann mir jedes Mal die dicksten Schiffe leisten und ich finde es auch irgendwann auch schwachsinnig, es gibt einen schwachsinnigen Faktor. Also 200, 300 € für ein Spiel auszugeben ist schon dezent krank, aber es ist nicht so krank wie 1000 € oder über 1000 € und ich habe damals zu Pyro gesagt, war immer, ja, du willst sowieso immer mehr Geld reinstecken, irgendwann bis bei 1000 €, das fängt immer so an. Keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwann so, vielleicht habe ich wirklich mal die 1000 € voll, aber das wird nicht morgen passieren, das wird auch nicht im nächsten Jahr passieren. Also, wenn, ist es ein schleichender Prozess und ich gönne mir hin und wieder weitere Schiffe. Aber ich habe auch gesagt, ich werde nie irgendwie weitere Schiffe dazu kaufen. Ich habe mir ja die
300i noch geholt, da habe ich ja das letzte Video zu gemacht, dieses kleine weiße Dingsbums-Schiffchen da. Und dann habe ich wieder den Greycat Buggy noch und das war es anstatt. Ich habe drei Schiffe, das, die 300i und den Greycat Buggy und halt ein Loader-Schiff, das Schiff für den Arena Commander, die Mustang Alpha, glaube ich. Ja, das war's. Also vier Schiffe sozusagen, drei davon gehören mir. Ich denke, daran dabei wird es auch bleiben. Also ich werde höchstens dieses Schiff nochmal upgraden oder vielleicht 300i upgraden, weil ich sage, taugt mir doch nicht mehr oder whatever. Aber ich werde mir kein weiteres Schiff dazu kaufen, das ist schon mal Fakt. Gut, wie gesagt, Turrets. Wir haben oben einen Turret, wir haben unten einen Turret. Schusskraft ist bedingt, sag ich mal. Ich habe das gestern mit Mark getestet, also Kramre, mit dem ich in Dark Office zocke und Zedstorm. Der hat das Schiff gestern geflogen, wir haben so eine Mission gemacht. Ich war in so einem Turret drin und wir haben dann gleichzeitig auf irgendwelche Gegner geschossen. Das ist also NPC-Flugzeug, Raumschiffe, das hat dann schon ziemlich gut funktioniert. Allerdings hat Mark dann einfach mal aufgehört zu schießen, weil seine Blaster halt schon deutlich, also vom Schiff hier quasi deutlich stärker sind als die vom Turret. Da habe ich einfach mal im Turret allein auf so ein Schiff geschossen. Das hat schon echt lange gedauert. So. Also man kann damit Sachen töten, aber es dauert unfassbar lange und dementsprechend sind das halt eher Turrets, die man halt definitiv nicht hauptmäßig besetzen sollte. Also sollst du jetzt nicht als Pilot aussteigen, um dich in den Turret reinzusetzen, das wäre Schwachsinn. Aber wenn du natürlich eine 3-Mann-Crew hast, dann könnt natürlich auch zwei Leute in die Turrets rein, dann hat man noch so ein Zusatzgeschütze quasi. Auf jeden Fall ganz nice. Ansonsten, wie gesagt, wir haben drei Sitze, zwei Co-Piloten, einen Piloten. Ansonsten ist hier nichts weiter. Außer eine Tür, die ständig auf und zu geht. Und ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal ins Cockpit, damit ihr einfach mal seht, wie dieses Cockpit hier, Riesenscheibe, sehr geil auf jeden Fall. Man hat echt klasse Ausblick, es ist noch dunkler geworden, anscheinend war es Abenddämmerung, als ich das Video gestartet habe, beziehungsweise 20, 30 Uhr, moin, 20, 30 Uhr, 20, 21 Uhr. Und jetzt ist es wahrscheinlich tiefste Nacht, deswegen werden wir jetzt krasse Nacht haben. Ich will jetzt hier nicht den krassen New Babbage-Rundflug machen. Wenn ihr euch da nochmal irgendwie ein Video zu New Babbage wünscht und sagt, ihr wollt unbedingt mal die Stadt sehen, weil ich die noch nicht in keinem Video gezeigt habe und ihr vielleicht im Livestream nicht dabei wart oder whatever, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann schaue ich mal, ob ich da irgendwie quasi ein Dings für euch machen kann, nochmal ein Video von New Babbage vielleicht machen kann. Wie gesagt, ich habe den Strom angelassen, damit wir auch ein Licht haben im Schiff. Man kann natürlich auch ausmachen, dann ist es ja alles stockdunkel. Nur so mit so einer leichten, dezenten blauen Beleuchtung. Wir haben hier diverse Möglichkeiten, das Schiff anzuschalten. Wir haben hier diverse Paneele. Ihr seht schon, das Cockpit ist absolut geil. Fällt ihn zu Freelancer um einiges komplexer. Die Freelancer-Cockpit war ja nur so einfach so eine kleine Scheibe mit so ein paar kleinen Knöpfen. Und das hier ist halt schon Next-Level-Shit quasi. Die anderen Leute haben auch Monitore auf beiden Seiten hier. Die kann man quasi auch anschalten. Dann können sie auch Landeanforderungen und so einen Scheiß mitstellen. Man kann natürlich auch munter hier alles wechseln. Wenn du sagst, du willst jetzt hier irgendwie auf Comms wechseln oder whatever, kannst du das natürlich auch machen. Ich denke mal, wir starten einfach mal, damit ihr das mal seht, wie das Ding so geht. Triebwerke an. Gucken wir uns das Ganze mal von außen an. So, ihr seht, wie dieser steht auf dem Hochhaus. Jetzt sieht man es mal ein bisschen besser. Die Stadt, der absolute Hammer. Also ich bin, ich würde sagen, sieht aus wie Area 18. Ja, nicht ganz. Es ist halt deutlich eisiger als Area 18. Und da hinten scheint tatsächlich die Sonne aufzugehen oder unterzugehen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es deutlich dunkler und es laggt as fuck, aber das ist halt normal. Wie gesagt, mein Schiffchen. Ich würde einfach mal sagen, wir starten einfach mal. Können wir auch meinetwegen, ich mach's mal besser in der Innenperspektive, nicht, dass ich hier noch irgendwie crashe oder so. Nach hinten weggestraft, alles klar. So, Fahrwerk rein. Hab's gemacht. Ja, hat er gemacht, okay. So, wie gesagt, New Babbage, ganz nice. Wir haben hier diesen großen Tower, da bin ich gestern auch schon mal mit dem Schiff durchgeflogen, weil ich wissen wollte, ob man hier auch quasi durchfliegen kann. Das funktioniert auf jeden Fall. Also es passt. Ich mache es jetzt nicht nochmal, aber es würde funktionieren. Ich weiß nicht, ob es oben funktioniert. Wir sind unten am ziemlich, es geht auch unten ziemlich, sagen wir mal, breiter. Deswegen habe ich es dann nach unten gemacht. Ansonsten, wie gesagt, New Babbage. Ich fliege einfach mal so gerade durch die Stadt durch. Beziehungsweise wir fliegen mal zum Spaceport. Der Spaceport hat leider aktuell noch keine Funktion. Das heißt, man kann ihn nur von außen sehen. Man kann aber dann noch nicht landen, weil es hier, wie gesagt, keiner der Innenareale geht. Du kannst quasi auf jedem Wolkenkratzer landen, so ziemlich. Aber du kannst nicht, du kannst quasi in keine Innenareale rein. Das soll mit 3.9, glaube ich, kommen. Jetzt sind wir halt bei 3.8. So, und dann gibt es hier, ihr seht das hier, diese kleinen Linien hier, die hier so langläufen. Das sind so Pipelines, kann man sagen, wo die Züge durchfahren. Genauso wie die hier unten. Hier fahren quasi die Züge am Ende lang. Nochmal Cruise Control an, dann können wir damit ein bisschen entspannter fliegen. Brauche ich nicht die ganze Zeit W drücken. So, und ihr seht halt, es ist halt sehr eisig, ne? Wir sind hier quasi am Rumdampfen. Scheinwerfer sind ein bisschen buggy, whatever. Man sieht halt einfach gar nichts außer grelles Licht. Das hier unter uns, was so quasi schwarz ist, wo nichts ist, ist ein zugefrorener Ozean. Finde ich auch sehr geil auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wenn ich mal Licht anmache. Ja, da sieht man nur die kleinen Steinchen, die da so rumpimmeln.
So, da hinten sehen wir schon den Spaceport so leicht im Nebel verschwunden quasi. Und ihr seht, das Schiff sieht saugeil aus von hinten, auch bei Nacht jetzt und so. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich es bei Nacht gemacht habe, das Video jetzt. Weil es auch einfach von der, einfach von der Optik um einiges geiler aussieht, ne? Mit hier so langen Düsen. Sehr nice auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Jo, und da haben wir den Spaceport, wie gesagt. Hier unten ist, wie gesagt, diese Spaceport-Line, die da entsprechend entlang fliegt. Wenn natürlich auch in der Außenperspektive bleiben, ist vielleicht auch nicht schlecht, aber Innenperspektive ist natürlich auch nice. So, es gibt hier oben noch irgendwo so eine Raumstation. Keine Ahnung, ob die von hier sieht. Aktuell, ja, da wahrscheinlich, möglicherweise. Dieses kleine Fleckchen, was man da sieht, könnte aber auch ein Mond sein. Auf jeden Fall gibt es hier eine Raumstation in jedem Planeten, das ist jetzt quasi auch neu. Ja, wie gesagt, das hier ist der Spaceport. Ich kann ja einmal ranfliegen. Ich weiß nicht, ob es da eine Restricting-Zone gibt. Aber prinzipiell wäre das hier der Spaceport. Schauen wir vielleicht noch an, weiß ich gar nicht. Sehen wir gleich. So. Ich würde auch sagen, dass wir einfach tatsächlich einfach mal random hier irgendwo gleich landen werden. Also nicht auf dem Spaceport, das gibt es noch nicht. Und ich beide meine, es gibt keine Außenhangare in dem Ding. So muss man tatsächlich reinfliegen quasi. Aber so wäre da quasi der Anflug in 3.9. Man würde quasi hier den Spaceport anfliegen mit diesem großen leuchtenden Turm quasi, die man da jetzt so sieht. Das ist wie gesagt der Spaceport und da fliegen von der Seite, von wo wir jetzt ranfliegen, sind auf jeden Fall auch Hangare, die dann aufgehen quasi und reinfliegen kann. Das ist unfassbar gewaltig, dieser Spaceport. Sieht jetzt von Weitem gar nicht so groß aus, aber wenn ihr den Vergleich zu den Bäumen seht, das da unten ist ein Wald, könnt ihr dann unten gerne gleich mal landen, dann werdet ihr feststellen, wie riesig dieser Spaceport ist oder auch wie riesig diese Stadt ist. So, okay, schauen wir einfach auf jeden Fall an jetzt. So, dann gehen wir mal in die Innenansicht nochmal. So, ich fliege einfach mal auf so einen Hangar zu. Ich meine nicht, dass es eine Restricting Zone wäre, bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann tatsächlich bis an den Hangar ranfliegen. Andernfalls, also explodieren tun wir nicht mehr, das haben die ja schon geändert. Man würde einfach umgedreht werden, wenn man in eine Restricting Zone reinfliegt. So, und ihr seht das hier, kommt so eine fette Wand quasi und direkt vor der Wand, wenn ich mal reinscrollen. Na, hier fliege ich gerade auf irgendein so ein Control Panel zu, ich fliege mal langsamer. Aber hier haben wir zum Beispiel Hangar 3, seht ihr das? So, 2, 3, 4. Genau, so, und man würde dann quasi eine Landanfrage holen und könnte dann hier quasi in so einen Hangar hineinfliegen. Würde dann wahrscheinlich einfach das Hangar-Tor aufgehen. Ich weiß nicht genau, welches von beiden. Eins von denen hier ist ein Hangar. Eins von den Toren wird auf jeden Fall aufgehen. Dann könnte man quasi da reinfliegen und könnte dann drin landen. Aber jetzt mit dem Schiff, in den Hangar oder in ein anderes, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich cool. Gut, dann, weiß nicht, ob ihr den nochmal von oben sehen wollt. Wie gesagt, so mega, also spektakulär werdet ihr den mit Sicherheit nochmal später sehen. Ich werde den bestimmt nochmal zeigen, wenn das Ding irgendwann mal, ja, quasi live geht. Scheinbar wieder aus. Jo. Ja, hier oben gibt es auch Hangare, so wie es aussieht. Also man kann auf jeden Fall auch von oben reinfliegen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, ich würde sagen, wir landen hier unten tatsächlich einfach mal im Wald, damit ihr einfach mal so eine Vorstellung habt, wie der Größenvergleich vom Flughafen ist, oder vom Spaceport ist. Und ist das so eine schöne Klippe, vielleicht können wir direkt an der Klippe landen. Mal schauen wir auch nochmal an. Boah, wie hell das einfach wird, ne? Das ist schon eine vernünftige Funzel, da kann man wenigstens mal was sehen mit. So, wir haben gerade einen Schneesturm, wie man unschwer erkennen kann. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, wir werden, wenn wir aussteigen, wahrscheinlich nichts mehr sehen. Das ist normal. So, ihr seht hier überall Bäume und diese Klippe, wie gesagt. Ich werde gucken, dass ich hier oben irgendwo auf der Klippe landen kann. Ja, sehr unwegsames Gelände auf jeden Fall. Vielleicht sollen wir doch lieber hier links landen, auf der Fläche. Die sieht ein bisschen freier aus. Ja, das ist allerdings ein Problem mit diesem Collision Alert. Das ist doch ein bisschen nervig hier und da. Ich glaube, hier ist ganz gut. Oh, Fahrwerk raus. So müsste es eigentlich passen. Holen wir es mal aus. Oh, das war okay. Machen wir Lampe nochmal aus. Engine aus. So, und dann steigen wir nochmal aus. Seht, habt ihr wenigstens nochmal ein bisschen Microtech in dem Video. Also außer auf einem Hochhausdach zu stehen. So, Achtung, es wird jetzt ungemütlich, kann ich jetzt schon mal sagen. Und zack, direkt beschlagen liegt mein Visier. Nice. Jo, wie gesagt, ein wenig ungemütlich. Aber nichtsdestotrotz, ja, ihr seht den Spaceport nochmal, das ist halt schon was anderes, ne? Also, er ist halt deutlich größer. Ich weiß übrigens nicht, ob ich hier mein Visier abnehmen kann und ich wüsste auch nicht mal, ob das irgendwas bringen würde, so ob man dann mehr sehen würde. Wozu? Also ich meine, wir hätten hier Sauerstoff zum Atmen, oder? Das ist ein ganz normaler Planet. Wo sieht man das nochmal? O2, 20, N war glaube ich Stickstoff, ne? CO2, 0,4, keine Ahnung, klingt jetzt nicht besonders viel.
Ich bin mir tatsächlich unsicher, ob man hier den Helm abnehmen kann. Doch, ich glaube aber schon. Doch, ich meine, man konnte ihn abnehmen. Ich nehme den mal ab, dann gucken wir mal, ob das irgendwie besser aussieht, wenn man hier... Also ich sehe übrigens gerade aktuell so aus. Ich bin ein Mädel wie immer, weil ich spiele mehr ein Mädel. Hab mir auch mein Blaster hier hinten auf dem Rücken. Da gibt es auch nochmal ein Video zu, wie wir eine 890 Jump quasi infiltrieren. Das war aus dem Livestream der Welt, die dann auch meine Facecam wieder drin haben und so weiter. Weil ich halt nicht parallel aufgenommen habe, sondern dass ich dann einfach den Stream runterlade und entsprechend zurechtschneide. Aber ja. So, ich würde sagen, wir nehmen den Helm mal ab und gucken mal, ob wir dann mehr sehen als dieses beschlagene Visier, was man jetzt quasi sieht. So, Armor. So, dann denken, dass ich den hinterher wieder aufsetze, wenn ich, Oh, man sieht tatsächlich mehr. Okay. Und wir sterben nicht, was schon mal gut ist. So, also man kann auf jeden Fall den Helm abnehmen. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen die Lippen einfrieren, Mädel, weil es ist, glaube ich, echt kalt hier. Aber so hat man wenigstens nicht diese ganzen Regentropfen. Das ist ein netter Effekt mit den Regentropfen, aber so sieht man halt definitiv ein bisschen mehr von der Landschaft. Ist wie gesagt leider Nacht gerade, beziehungsweise es wird langsam hell, so wie es aussieht. Aber es ist halt unfassbar windig und schneestürmisch hier. Deswegen ist es halt so diesig, wie es ist. Aber man sieht schon mal mehr als vorher. Ich gehe mal hier auf den Berg hoch, wo wir eigentlich hoch wollten. Ich weiß gar nicht, wo waren die. Ich glaube, es war da hinten, aber ich gehe einfach mal hier hoch. Ich werde mal einen besseren Ausblick haben, auch aufs Schiff und so. Schon wieder bei 26 Minuten. Ich will das Video, wie gesagt, nicht unendlich lang machen. Aber jetzt seht ihr mal den Größenvergleich, ne? Ihr seht mein Schiff. Ich bin gerade ein paar Meter weggelaufen davon. Was jetzt schon unfassbar klein aussieht, verglichen zu eben. Und dieser Spaceport, der einfach so unfassbar riesig ist. Wenn ich da unten an die hingehen würde und da unten landen würde, hätten wir einfach so eine übelste Wand, an der wir hochgucken könnten. Das wäre schon krass. Also, ja. Ich denke mal, das sollte es in dem Fall gewesen sein. Wie gesagt, ein Video zum Spaceport wird nochmal kommen, sobald der live geht. Also sobald man da vernünftig drin landen kann und so weiter. In Areal und so weiter wird dann natürlich auch nochmal kommen. Wie gesagt, wenn ihr sonst irgendwie Videos wünscht, weil ihr euch irgendwas zeigen lassen wollt, was ihr noch nicht gesehen habt, was ihr vielleicht bei irgendwelchen größeren Streamern, YouTubern, whatever nicht gesehen habt oder sowas, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, dann mache ich gerne ein Video dazu. Also ich bin da sehr transparent euch gegenüber. Wenn ihr da, wie gesagt, irgendwas haben wollt, irgendwas... Whatever, zeigt mir das und das Raumschiff, dann gucke ich, dass ich das Raumschiff nicht habe, versuche ich irgendwie ans Raumschiff zu kommen und mache euch ein Video dazu oder so. Das kriegen wir bestimmt hin. Oh, es wird gerade noch schlimmer gerade, es wird einfach noch diesiger. Okay, das ist krass. Ja, ich denke aber in diesem Sinne sollte es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, das Schiff, was ich mir gekauft habe, gefällt euch. Das werdet ihr in den weiteren Livestreams und Videos immer wieder mal sehen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Und schaut gerne mal auf Twitch vorbei, wenn ich am Livestream bin. Ich bin, wie gesagt, jeden Tag eigentlich am Stream. Also gerne mal bei Twitch vorbeischauen und ja, mal auch ein Follow da lassen, würde ich mich natürlich drüber freuen. Und hier natürlich auch, wenn ihr jetzt auch kein Abonnent seid oder so. Und ja, und bevor ich hier erfriere in diesen abwegigen Gründen, da ist übrigens der Spaceport, wie man jetzt erkennen kann. Ja, nice, da. Hat zufällig gesehen, weil ich da hochgeguckt habe. Würde ich dieses Video hier beenden. Bis dann, euer Dark Resistance. Ciao, ciao.